Hi, hallo Leute. Ja, ist mal lustig, wenn ich... Moment mal, welche Taste ist denn das immer? Ach, die Shift-Taste, okay. Hallo. Ja, das ist Bedran, den bringen wir jetzt erstmal ins Gefängnis ran, ne? Okay, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge. Wir müssen ihn mal zum Mitkommen... Komm mit. ...mitbringen. Das heißt, also, wir werden ihn schön... Ja, die Geschwindigkeit ist auch cool, dann bleibt er auch wenigstens hinter mir, genau. Ins Gefängnis bringen zu Lord Andreas. Andreas doch nicht. Das ist ein anderer Typ. Ja, das ist smooth. Okay, dann machen wir aber mal den folgenden offiziellen Weg. Nicht durch die Felder. Nachher bleibt er hier am Zaun hängen. So. Ja, so haben wir das ganz smooth im Blick. Ich werde jetzt. Ich glaube, das ist jetzt wohl nicht so relevant, ihn jetzt ganz verfolgen zu lassen. Bist du noch da? Deswegen machen wir da das bisschen schneller, ne? Okidoki. Ah, hat er geschafft. Gut. Okay, auf ins Gefängnis. Ist noch da. Mein Gott, wo war denn das nochmal? Natürlich weiß ich, wo es ist. Muss ich mit dem Gefängniswärter sprechen hier bestimmt, nicht? Da ist er. Der steht schon. Der Boltern steht hier schon gleich spannend. Hier am Gitter. Ah, wie sich das rumspricht. Herrlich. Boltan! Wo ist denn jetzt der Bedran? Boltran, Bedran. Erstmal hier. Okay. Ist der jetzt nah genug dran an den? Jo, das ist gut. Boltan! Ich will zu den Gefangenen. Zurzeit sind alle Zellen leer. Okay. Er hat keine Gesprächsoption. Und jetzt? Muss ich ihn hier in die Zelle reinbringen, den Bedran? So, da sind wir, okay. So, da sind wir. Nicht abhauen. Hä? Wo will er denn jetzt hin? Okay. Ach, der will hier rein, okay. So, und tschüss. Okay, er wollte also in die Nebenzelle. Okay, ansonsten... Moment mal, was sagt ein Boltan, wenn ich jetzt sage... Ich will zu den Gefangenen. Selbstverständlich. Okay, geht. Alles gut. Weiter geht's mit Musik. An den Blechblasinstrumenten. Die Kapelle von Corinnes. Die Gefängniskapelle. Natürlich nicht. Ja, was muss ich denn jetzt machen? Erstmal in den Logbuch gucken. Erstmal gucken hier. Die Diebesgilde. Ich habe Bedran, den Informanten der Diebesgilde, ins Gefängnis gebracht. Dann unter der Informant. Ich habe Bedran, den Informanten der Diebesgilde, ins Gefängnis gebracht. Weiter geht's. Werden wir mal eine Stunde oder sowas. Nicht eine Stunde, wir mal ein bisschen übernachten tun, ne? Aua. Boah, Matteo. Nee, Quatsch, bei Hanna. Matteo ist ja gegenüber von den anderen. Ah, da sind sie alle wieder. Verdammt. Ja, verdammt. Wo ist denn hier im Bett frei? Ist hier noch irgendwo im Bett frei, liebe Leute? Was ist los? Ja, Bujin. So. Denn ich möchte ganz gerne zu den beiden anderen Spionchen hingehen. Also einmal zu Halvor und einmal zu, Glatsch, zu Fingers. Und die sind im Hafenviertel. Das heißt also, ich komme natürlich ins Hafenviertel, natürlich über eine schöne Abkürzung. Zack, richtig so. Sums, oh, weiter Sprung. Du bist Meldor. Bürgerin ist auch dabei. Okay, wir hier. Bürgerin. Mal gucken, Brocker.
Den habe ich lange nicht mehr angesprochen. Weißt du, wo ich noch Kraut kaufen kann? Weißt du, wo ich Kraut kaufen kann? Standardspruch. Tut mir leid. Ja, genau, richtig. Ist denn immer noch dein Bordell geschlossen? Ich habe da mal eine Frage. Die rote Laterne ist vorerst geschlossen. Ich muss hier erst wieder alles in Ordnung bringen. Brauchst du aber lange für. So, dann gucken wir mal. Ah, da stehen ja die beiden Bakaluten hier. Hier ist Fingers. Hier ist Halvor. Komm wieder, wenn du silberne... Ah, habe ich also nicht. Okay. Ich habe letztes Mal schon alles verkauft. Fingers, ich habe ganz viel Gold. So. Oh, alle Goldteller und Goldkirche verkaufen. Ich überlege es mir nochmal. Zurück. Ach, was soll's? Ich sage immer jetzt verkaufsmaximal. Gut, ich verkaufe. Oh. Das war ein gutes Geschäft. Das war ein schönes Geschäft. Worüber denkt er denn nach hier? Worüber denkst du nach? Eigentlich müsste ich nochmal ins Minental zurück. Aber das ist mir wegen der Orks zu gefährlich. Ich habe nämlich in der Burg ein Buch vergessen, was ich unbedingt haben möchte. Was für ein Buch? Oh, nur das Tagebuch eines alten Freundes, Raven, welches ich aus sentimentalen Gründen gerne haben möchte. Es müsste noch in seinem Zimmer liegen, welches sich in den oberen Räumen der Burg befunden hat. Wenn mir jemand das Buch bringen würde, wäre ich bereit, diesem 100 Goldstücke hierfür zu geben. Na, Interesse? Das Minental wimmelt vor Orks. Und wer weiß, wie es in der Burg aussieht. Das muss ich mir noch sehr überlegen. Hä? Also aus sentimentalen Gründen möchte Fingers das Tagebuch von Raven haben? Fingers oder Tagebuch von Raven, welches sich in den oberen Räumen der Minentalburg befinden soll. Angeblich aus sentimentalen Gründen. Hallo? Weiß man's? Was ich diesem Schlitzohr nicht abnehme, denn schließlich ist er bereit, für das Buch 100 Goldstücke zu zahlen. Ah, ja. So, ich habe mir eine kurze Auszeit genommen und mal überlegt, was ich als erstes mache. Weil mich interessiert schon der Seher. Da gibt es ja Geschichten, die ich in der letzten Folge da mal gefunden habe mit einer Karte. Und auf die gucken wir jetzt mal eben. Habe ich auch vorbereitet. Ja, also die Richtung ist doch uns bekannt. Das ist doch bei Lobards Hof, da wo wir hoch müssen. Ne? Und aber dann links rum, glaube ich. So wie ich das auf der Karte gesehen habe, nicht? Ach ja, so laufen wir mal schön rum. Ja. Ja. Aber was hat denn jetzt der Fingers erzählt? Wegen der Orks traue ich mich da nicht ins Minental. Aber schauen wir erstmal, was wir hier finden können bei der Seher-Quest. Bin ja auch mal gespannt, was der Seher so sieht. Also bis jetzt sehe ich eine schöne Landschaft. Schöne Bäume. Frühling naht. Und ja. Und jetzt werden wir mal erstmal hier mal gucken, ob das stimmt, ja? Also, ja, siehst du. Müssen wir links rüber. Hier liegt mal wie so ein verdächtiger Stein. So, sieht nämlich so aus, als wäre ich hier gar nicht gewesen. Hier komme ich eh nicht hoch. Okay. So, das sieht mir hier noch nach Lootmaterial aus. Ja. Also war ich hier noch nicht, oder doch? Nur die Heilpflanzen sind neu, das weiß man jetzt alles nicht. Und Faktoren, die muss man berücksichtigen. Da ist ja noch eine. Okay. Ja, ja, dann geht's wieder hier auf den Weg zu. Also in die Richtung ist es genau, also da oben. Entweder muss ich wieder den alten Weg besteigen oder... Oh, hier ist noch eine Lücke, aber gibt's nichts. Irgendwo hier was finden. Das sieht erkletterbar aus. Okay. Gucken wir noch ein bisschen weiter.
Weil dieser Bereich ist ja teilweise auch neu gemacht. Und, okay, ich glaube, hier wird nichts mehr zu finden sein. In dem Bereich. Gut, dann gehen wir wieder runter und schauen mal das Stufige da. Ob wir das irgendwie, ob wir da irgendwie hinkommen. So. Aha. Okay, hier hin. Hier hin. Das kommt mir doch bekannt vor. Tja. Ich meine, ich war schon hier und habe auch nichts gefunden. Also, wo man hin könnte. Hehe. Oder ich bin zu weit gegangen. Hier komme ich auch nicht hoch. Aber hier komme ich hoch, von wo ich gekommen bin. Tja. Dann müsste ich doch wieder den alten Weg gehen, eventuell, und von da aus nach links. Also so meine Vermutung. Also irgendwie hier rum. Da komme ich aber nicht hin hier. Hier hoch komme ich ja nicht. Hier gibt es ja nur... komm, stell dich mal richtig vor. Hier gibt es ja nur die Möglichkeit, hier an dieser Stelle hochzukommen. So, okay. Nochmal zur Orientierung die Karte. Ja. Oder ich muss über Umwege rum. Oh, stopp. Nee, hier geht es doch auch nicht mehr weiter, oder? Oder irgendwie wieder so was Verstecktes hier. Durchgang, eine Höhle. Man sieht ja auch kaum was. Oh, 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 oh. Oh. Ein hohler Stein. Nee, kein hohler Stein. Einfach nur ein Meshfehler, kann passieren. Okay. Aha. Okay, komme ich jetzt hier irgendwie weiter? Stopp. Nee, auch nicht. Nee. Das muss doch in dieser Richtung liegen, oder? Naja. An der Küste. Vielleicht muss ich auch irgendwie ganz runter. Und ich bin hier. Aber es hieß doch im Logbuch so von wegen, gucken wir mal, ob wir hochkommen. Bei Lobards Hof. Nee. Ja, okay, dann versuche ich noch einen Weg, eventuell einen alternativen Weg, um zu gucken. Also hier, finde ich, geht es nicht weiter. Müssen wir erstmal wieder den bekannten Weg gehen. Warte, von da unten? Weiß ich nicht. Da entferne ich mich doch. Da entferne ich mich doch davon. Nee, nicht ganz. Hehe. Okay. Hier habe ich doch noch hier was in diesem schönen Wald vergessen. Also ich melde mich wieder, wenn ich was gefunden habe, wo ich hinkomme oder mich dem Kreuze nähern sollte. Ja, die Richtung war gut, denn im Tannenwald stehe ich direkt vorm Kreuz. Das ist ja mal... Aber entweder habe ich den Boden nicht genau begutachtet damals. Oder hier geht es irgendwo noch... Die Truhe habe ich. Logisch. Leute, der Seher, zweiter Brief. Ja, das war's. Zweite Karte des Sehers.
So sieht's nämlich aus. Alles klar. Dass damit die Truhe gemeint war, wusste ich nicht. Aber schauen wir mal. Der Seher, zweiter Brief. Oh, Suchender! Dich schreckten keine Gefahren. Du suchst mich und das ist gut so. Folge mir getrost weiter und du gelangst ans Ziel. Deine Reise wird nicht umsonst sein, deine Mühen nicht ohne Lohn sein. Glaube meinem Worte, denn ich bin der Seher. Frage nicht, was das heißt. Du wirst Antworten finden. Auch auf dieser Karte findest du ein Kreuz. Gehe dorthin, so wirst du weiteres finden. Na, das erinnert mich doch wie an meine alte Jugend, die Schnitzeljacht. Ne? Vielleicht kennt das noch einer von euch. Hat man damals so auf Jugendfreizeiten Schnitzeljagden gemacht. Überall gab es irgendwelche Zettel. Gehe dahin, gehe dorthin. Ich habe einen weiteren Brief des mysteriösen Fremden gefunden, der sich der Seher nennt. Das nächste Kreuz auf der Karte zeigt einen Punkt in den Bergen, die sich beim Kloster befinden. Wie soll ich da nur hochkommen? Erkenne ich irgendwie, habe ich auch immer versucht. Aber schau mal, Überraschungen sind immer da. Ich muss erstmal die Karte suchen, wo die ist. Die zweite Karte des Sehers. Ja, okay. Mhm. Aha. Oh, da haben wir wohl den Alpha-Kanal vergessen. Also das ist noch im Weißhintergrund unterlegt. Okay, dann wissen wir das auch. Ja, wozu haben wir denn eine Klosterruine? Rune. Yes. Ah, aufbauen. Mesh aufbauen. Einmal umgucken. Richtig. Moment mal, das ist westlich davon, ne? Gucken wir nochmal. Genau. Ist genau dagegen über. Also in die Richtung. Tja. Ich glaube, ich könnte. Ich bin mir nicht sicher. So, die ersten Male, wo ich Gothic 2 gespielt habe, habe ich einen Weg gefunden damals, der, über diesen kleinen Tempelbogen da ging. Hier darüber. Da bin ich irgendwie mal hochgekraxelt. Bin irgendwie hochgekommen da drauf. Obwohl, Moment, das sieht doch, könnte eventuell klappen. Geh doch mal hier hin. Ne, ein bisschen weiter hoch. Vielleicht kommst du hier hoch. Will er nicht? Auch nicht. Ich meine, das war linker Hand. Ja, hier ist es nämlich niedriger, richtig. Blöde Tann. Ja, irgendwie sowas war das. Ach, diese Orgelmusik, herrlich. Habe ich ja schon mal erzählt. Wo war das jetzt? Hier war das. Jumpen wir mal hier rüber. Bisschen freies Feld. Gibt's denn hier noch was zu finden? Sieht nicht so aus. So, jetzt müssen wir erstmal die Richtung eruieren. Boah, das ist aber weit weg. Also hier irgendwie in die Richtung rum. Das bringt nichts. Hier kommen wir nicht weiter. Das hieße sozusagen, müsste wenn dann irgendwie hier über kraxeln. Zack. Oh. Ja, das wäre zu steil, glaube ich. Na. Hier ist eine Kante. Die Insider unter euch, die diese Quest ja schon kennen, werden sagen, oh Gott, was macht der so kompliziert? Das ist doch ein ganz anderer Weg. Ja, und so wie es aussieht, komme ich hier auch wirklich nicht mehr weiter. Dann werde ich mich wohl woanders... Auf die Kuppel kann ich sogar gehen, hier auf das Abgerundete. Ja, ich muss hier hin. Das sieht aus, als wäre das da ganz hinten. Ja, natürlich. Also noch über den Teich da. Okay, ich werde mich dann hinbegeben und mich wieder einschalten, wenn ich was gefunden habe.
Ja, mittlerweile befinde ich mich auf Arkiels Hof. Hier ist Arkiel. Und wenn wir uns mal angucken, wo wir uns befinden, ist das hier die richtige Richtung. Also auf dieser Anhöhe müsste es sein. Also gucken wir, ob wir hier hochkommen. Nee. Da noch nicht. Deswegen gibt es ja hier so eine Brücke. Genau, und dann machen wir mal den Weg hier rum. Erstmal hier durchs Gestrüpp durch. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo Fuß finden können. Fuß finden ist gut. Fuß fassen. Irgendwo müsste es doch klappen. Ja, genau, hier sind wir. Ach ja, da ist ja das Feuerchen. Ah Gott, lange ist's her. So, dann müsste das hier in dieser Richtung sein. Wenn mich nicht alles täuscht, also muss ich ja vor Urzeiten auch schon mal gewesen sein. Das wird jetzt spannend. So, geht's denn hier weiter? Fragezeichen, Tatsache, es geht hier weiter. Okay. Ups, mal gucken. Wieder hier rum? Ah, ich glaube nicht. Nee, da ist es zu eng, also an der Seite bleibe hier. So. Und das müsste dieses kleine Wäldchen sein, wo das X drauf ist. Gucken wir mal. Nicht so ganz. Es ist hier. Hier muss es sein. Oh, Leute. Ist es denn auch wieder eine Truhe oder? Oh mal. Das ist hier oben drauf. Aha. Ich musste mal auf die Zeit gucken. So ein karstig Kram hier. Mhm. Nachher geht's wieder nicht hoch. Oh, Leute. Japp. Ach, das sind nur Dechsel. Also wir sind hier richtig und das könnte hier sogar... Na, soll die Knabberei. Ah, noch ein Dachs. Also wer hätte das gedacht, dass hier in dem Bereich was ist? Wer hätte das gedacht? Ah, da hinten ist noch ein Dechsle. Ah, okay, gemütlich. Passt auch irgendwie. Eine andere Textur auf dem Mole Rat. Oder Mole Rat. Das sieht auch moderat aus. Eine Dachs-Textur auf einem Mole-Rat-Mesh. Ja, dann wo war jetzt die Truhe? Ja, hier ist sie. Das kann die nur sein. Ja, ich stehe mitten drauf. Oh, cool. Machen wir sie mal auf. Ah, dritte Karte des Sehers, dritter Brief. Als hätte ich das geahnt. Ich hab's echt geahnt. So, dritter Brief. Sehr. Oh, Suchender, auch diesen Brief hast du gefunden, beschützt von ein paar harmlosen Dachsen. Folg mir nun getrost weiter und du gelangst ans Ziel. Aha. Mhm. Die nächsten Wächter sind nicht so harmlos. Ach, das waren Wächter, die Dachse. Doch ich bin mir sicher, dass du alle Gefahren meistern wirst. Die nächste Spur führt wieder in die Berge. Auf der Karte findest du wieder ein Kreuz. Dort wirst du weiterkommen. Der Seher. Ach, hast du Spaß, du. Okay, ich habe das natürlich schon vorbereitet. Ach, ganz rechts unten diesmal da. Aha, also müssen wir da oben hoch zum Turm. Buh. Aber da haben wir ja einen Runenstein, ne? Was steht denn im Logbuch darüber? Den nächsten Brief finde ich in den Bergen oberhalb von Onas Hof. Ja, okidoki. Also, muss ich da irgendwie noch die Rune anlegen? So, jetzt sind wir da oben beim Turm. Jetzt müssen wir irgendwie da oben hochkommen. Erstmal Orientierung finden. Aha. Mhm. Da geht's ja irgendwie weiter. Ich schätze mal, dass die Richtung stimmt, aber am besten, wenn die Wächter stärker werden sollten, dann brauche ich auch eine bessere Rüstung, liebe Leute. Schauen wir mal, ob wir hier... Oh, hier kommen wir irgendwie... Ja, ich weiß, hier hatten wir doch irgendwann mal... Kommen wir hier ran?
Also ganz früher weiß ich, ich habe das hier erklommen und bin noch nicht weiter gekommen. Dann gucken wir doch mal, wie es hier am Ende aussieht. Sieht vielversprechend aus. So, wir müssen also hier in die Richtung. Wieso kommt mir das alles so bekannt vor? Warum habe ich das auch schon mal gemacht? Ein Déjà-vu jagt das andere bei mir. Nee, das wird nix. Naja, okay, andere Seite. Ja. Okay, das kann... Das sieht gut aus. Jetzt bleibe ich hier hängen. Er ist hier im Trippelschritt-Modus. Ich springe die ganze Zeit. Och, nee, ne? Jetzt bleibe ich hier hängen. Gibt es hier so einen Trick? Ja. Dann gehen wir mal hier nochmal hoch. Und kommst du hier hin? Nein. Jetzt bleibt er wieder da hängen. Ach, liebe Freunde. Es muss doch einen Weg geben, hier hochzukommen. Hier an den hoch? Nein. Ich versuche auf den hier zu klettern, dann auf... Mal ein bisschen hier. Und... Ja, na also. Das ist alles etwas complicated hier. So. Jetzt haben wir's. Auf, wie geht's weiter? Jo. Sieht flach aus. Hier kann man ganz nach oben. Aber... Oh. Okay, erstmal gucken. So weit oben war ich noch nie. Erstmal gucken, welche Richtung wir müssen. Ach du liebes bisschen, ganz andere Richtung wir müssen. In die Richtung? Ich bin ja ganz weit vom Schuss. Moment. Kann man da rüber? Das müsste dann auf der anderen Seite liegen hier. Oha, okay. Also ich sehe da keine Chance. Vor allem, weil es hier kaputte Meshes gibt. Hier sind wir wirklich ganz, hier sind wir wirklich am A. Am A der W. Oh, okay. Oh. So geht's auch. Jetzt, wenn ich irgendwo runterfalle, falle ich in die endlose Endlosigkeit. Aha. Ja, das war ja wohl jetzt ganz falsch. Neuladen. So, jetzt mal einen ganz anderen Ansatz. Ich bin jetzt auf Onas Hof, habe mich dahin teleportiert und in dieser Richtung müsste etwas sein. Dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie hinkommen. Und, siehst du, Blauflieger gibt's noch. Nee, ne? Doch. Vielleicht gibt's ja hier irgendwie einen Zugang. Obwohl, das sieht auch alles sehr felsig aus. Nee. Ich melde mich wieder. Tja, liebe Leute, gucken wir nochmal auf der Karte. Ich bin jetzt hier entlang gegangen, und zwar an dieser steilen Felsgeschichte. Befinde mich hier an der Krypta und ich bin hier auf einen leichten Hochgang gestoßen. Vielleicht ist er das. Moment, komm. Genau, richtig. Und der sieht eigentlich ganz vielversprechend aus. Hier sind auch wieder so künstlich hingelegte Steine, habe ich fast das Gefühl. So. Und da geht's weiter hoch. Das werden wir in der nächsten Folge sehen, ob es uns wirklich da zur dritten, vierten Truhe, ich weiß gar nicht mehr, glaubst die vierte, hinführt. Und bedanke mich für euer Zusehen. Ich sage Servus, Adios. Mit einem kleinen Kommentar könnt ihr ja die Folge belegen und auch einem Daumen. Also, ciao.